So, wir suchen mal Bonus Chaos Moshpit. Damit der Chris auch zu seiner geliebten Map Nuketown kommt. Ja, ja. So schaut's aus. Nuketown. Ja, wir haben übrigens dieses Jahr wieder mal die Gamescom mit eingeplant. Also für die, die es nicht wissen. Es wird wahrscheinlich die letzte sein, auf die ich gehe. Ja, bei dir auch. Ja, ich war ja dieses Jahr schon stark am Überlegen, das weißt du ja. Und ich habe mich von dir auch wieder überreden lassen, da mitzufahren. Der einzige Grund, warum ich da eigentlich mitfahre, ich finde, die Gamescom bringt mir überhaupt nichts. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fahre eigentlich nur wegen meinen Abonnenten hin. Und für die Leute, die mich mal treffen wollen, weil mich da so viele angeschrieben haben. Die Spiele da interessieren mich nicht. Ja, das ist Profit ist mir auch relativ, macht mir auch keinen. Und es kostet mich eigentlich bloß Geld. Ich verbinde es halt so. Ich fahre halt jetzt nach Köln, schaue mir nochmal die City an. Die fand ich echt ziemlich cool. Wir werden nach Düsseldorf mal feiern gehen. Und ja, das war's dann auch. Ich werde es aber auch dieses Jahr so handhaben, dass ich dementsprechend mich mit keinen anderen Kommentatoren treffen werde. Muss ich an der Stelle auch mal ganz ehrlich sagen, weil ich von den Kommentatoren, die im Endeffekt momentan noch in Deutschland unterwegs sind, einfach gar nichts zu erwarten habe. Weil die Leute, die ignorieren einen selbst und ich nicht ignoriere die dann genauso. Also von dem her brauche ich von denen nichts erwarten und ich werde es genauso handhaben, was alle anderen betrifft, weil, wie gesagt, ich fahre da mit dir hin und ich bin nicht für andere Leute da. Und da habe ich auch ganz ehrlich keinen Bock drauf. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Na, ich bin ja so einer, ich habe ja sowieso nicht viel da irgendwie mit irgendwelchen Kommentatoren zu tun. Aber ich verkacke jetzt nur noch. Und dementsprechend ist mir das auch relativ wane, ob da jemand da ist. Ich bin jetzt auch kein Fan von irgendjemandem. Ich lasse halt einfach alles auf mich zukommen, was vielleicht schön ist, Down for Life mal wieder zu treffen. Wir haben den Vorteil. Treffen, okay. I love Cookies bin ich ziemlich gut zurechtgekommen mit dem Kieler Jungen oder so, aber ich habe mit den Leuten auch überhaupt keinen Kontakt. Deswegen denke ich mir auch halt, warum soll ich mit den Leuten mich treffen und denen den Arsch kriechen, denn egal, ob die jetzt vielleicht mehr Abos haben, aber wenn man irgendwie ja so eine Bekanntschaft, die besteht aus zwei Seiten und nicht nur aus einer, und wenn man dann vielleicht denkt, man hat, oh, ich habe jetzt hier viele Abos und ich brauche mich da nicht mehr zu melden, dann fuck you, Alter, kann ich drauf verzichten. Für mich ist YouTube kein maßschlaggebender Punkt, wie gut ich jetzt hier sage, was ein Mensch wert ist, oder ach komm. Ich verstehe es eh nicht, dieses blöde YouTube manchmal geht's einem drauf, die müssen. Ja, das ist jetzt, glaube ich, hier so in der mittlerweile in der Jugend so, sag mir, wie viele Abos du hast und ich sag, wie cool du bist, halt so in der Art, Mann. Hab ich das Gefühl irgendwie. Ja. Ach komm, die campen nur rum, Mann, und Taktikanstieg 2 Stück zerstört, krass. Achtung, feindliche Truppen haben das Hauptquartier eingenommen. Alter! Feindliche Drohne nähert sich. Jetzt geht's aber rund. Der Headquarters ist eigentlich ein Modus, den wir nie spielen. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Gefällt mir nicht wirklich. Bin ich auch jetzt kein Fan von. Die Wii U-Spieler von Black Ops 2, die haben nächste Woche bei Hauptquartier Double EP. Aber nur in dem Modus Hauptquartier. Ja, ist irgendwie voll. Warum? Ist voll dumm gemacht. Aber das ist wirklich so. Wer kam da bitte drauf? Das nur für den Modus zu machen? Das hat der gerade gemacht. Der hat gerade das Headquarter gemessen. Ach was, der spawnt da oben. Krass. Hauptquartier ist aktiv. Er ist erledigt. Verbündete Drohne nähert sich. Nein, Mann! Das regt mich vielleicht auf, ey. Das sprayt da einfach irgendwo rein. Das nervt. So was hasse ich. Ach, Mist. Verbündete Drohne nähert sich. Gefahr
Hauptquartier gesichert. So, jetzt müssen wir schauen, was wir Headquarter defended kriegen. Aber wie gesagt, Headquarters ist nicht so ein Modus, den ich überhaupt nicht packe. Da gibt es doch hier so einen schönen Spot, wo man einfach nur auf die Köpfe schießen kann, genau. So läuft das doch. Mein Freund der Sonne. So nicht. Achtung, die Ausrüstung wurde zerstört. Immer schön in Bewegung bleiben. Achtung, Kopf, da kommt einer. Ah, Mist, ja. Ich war zu leichtsinnig. Ich hab gedacht, wir können es zu zweit defenden. Wer ist denn rausgeflogen worden? Keine Ahnung. Ist einer rausgeflogen? Also wir sind nur noch zu viert. Ja, nicht so schlimm. Diese rumballern. Ah. Ja, vor. Feindliche Truppen haben das Hauptquartier. Freuen sich halt. Ach was, ich spawn und dann kommen gleich zwei Gegner. Ah, nee, oder? Und oben muss natürlich wieder einer hocken, ne? Also oben in dem Haus bei Herrschaft A oder C oder was das da ist. So, pass auf, ich kann das jetzt auch, was du hier machst. Ich höre sau viele Taktikeinstiege platziert. Hauptquartier, du musst aufpassen, dass wir nicht auf die Fresse kriegen. Einer muss natürlich auf die andere Seite auch gucken. Die Ausrüstung wurde zerstört. Und dann sofort raus hier. Raus aus dem Headquarter. So. Lang hier rennen. Was macht der Kollege? Boah, der Vorsicht, bei dir ist einer. Ja, ich glaub's auch. Nein, er ist. Oh. Ey, das ist zum Kotzen, ey, lauf. Ey, das ist so zum Kotzen, ey. Er bleibt einfach stehen. Mann. Oh, nein, bin ich blöd. Ey, das war jetzt ein richtiger Fail. Ich sehe, wie er reinrennt. Lauf auch rein, er stellt sich in die Ecke. Ich denke mir, wo ist er? Und dann habe ich. Ich hab's gesehen, ja. Sah ein bisschen blöd aus, genauso wie bei mir. Ich bin auch reingelaufen, der war in der Ecke gestanden. Ich habe ihn auf der UAV noch gesehen, aber die ist ja zeitverzögert, also von dem her. Achtung, feindliche Truppen haben das Hauptquartier zerstört. Dreck. Hauptquartier lokalisiert. Ja, da brauchst du einfach mal Glück. Orbitalsatellit ist online. Schau in die andere oben, den Typen, den Messer ich jetzt. Wollte ich doch messern. Ich wollte den messern, du hättest ihn mir messern lassen sollen, mein Freund. Oh ja. Ey, das gibt's doch nicht, Mann! Was ist mal lang, Maria? Da ist der Typ immer noch drin und der hockt da einfach in der Ecke. Jetzt pass mal auf, dich hol ich mal. Verbündete Drohne nähert sich. Dummer Schimmelpimmel. Ich hasse es. Ist das Headquarter online? Keine Ahnung. Drohne steht bereit. Hauptquartier gesichert. Sehr gut. HQ secured. Wo kommt Drohne hin? Nähert sich. So, ich bleibe jetzt hier oben. Drohne nähert sich. Was ist mit dem Kollegen da innen? Ey, es gibt's nicht, Mann! Er spielt mit Zielfinder, knockt sich da oben ins Eck und jetzt sprayt er einfach raus, Mann. Das ist so zum Kotzen. Oh, das ist so ärgerlich, Leute. Ey, Mann! Verbündete Konterdrohne nähert sich. Feindliche Truppen haben das Hauptquartier zerstört. Ich sterbe jedes Mal einen von meiner Serie. Mann, weil ich halt einfach so unkonzentriert auch bin. Ich habe den Typen da oben schon gesehen und verliere trotzdem das Duell. Der hat den Ghost. Konterdrohne nähert sich. Jawohl. Ghost ist auch so ein Perk, wo ich mir denke, braucht kein Mensch. Braucht man nicht. Ich habe irgendwo letztens einen Poster. Wo letztens ein Poster gesehen von MW4, wo angeblich. Okay. Alter Schwede, was geht denn da ab, ey? Wo angeblich draufsteht Back to the Basics, wo ich mir denke, ja, wer es glaubt, wird selig. Ich glaube nicht, dass die Back to the Basics gehen wollen.
Also, ohne jetzt irgendwie MW4, schlecht zu reden, es gibt da noch aktuell noch keine Infos dazu, bin ich der großen Überzeugung, dass ich höchstwahrscheinlich auf Battlefield umsteigen werde. Glaubst du? Das bezweifle ich. Ich bezweifle das nicht, weil wir uns dann gleich einen Server holen. Ach komm, ich renn da rein und bin sofort tot, Mann. Die Mission ist fast erfüllt. Nicht aufgeben. Ich weiß nicht, ob ich's kann. Ich glaub's nicht. Wir werden sehen. Die Frage ist halt, wenn das, sollte MW4, ich muss auch hier, ich finde Black Ops in Ordnung. Ich finde das Spiel wirklich in Ordnung, aber es ist jetzt nicht, es sind hier ein paar Sachen in dem Spiel, die ich überhaupt nicht schön finde. Und ich finde halt, du siehst halt, Call of Duty wird einfach zu einem Casual Game aus dem Grund, das Spiel ist sowas von rentabel und Activision und was weiß ich, Treyarch, Infinity, die haben alle Blut geleckt und wollen jetzt einfach so viel Kohle wie möglich mit dem Game machen. Und dementsprechend wird dann der neue Teil auch so. Und da habe ich einfach keinen Bock drauf. Da habe ich einfach keinen Bock drauf. Das brauche ich mir auch nicht geben. Und wie oft rege ich mich hier in dem Spiel auf? Hol ich mir lieber Battlefield einen Server, flieg schön im Heli rum und das war's. Deren Schmerzen sind euer Geld. Wo wir auch bei unserem nächsten Thema wären, das werden wir dann im nächsten Video behandeln, ob wir uns einen Battlefield-Server für die Xbox holen, ob ihr Bock drauf habt. Weil da können wir eine Runde Battlefield eigentlich spielen. Habe ich auch mal wieder richtig Lust. Fürs Dreier oder fürs Vierer? Nee, fürs Dreier. Es gibt ja keinen Server fürs Vierer jetzt. Naja, deswegen fahre ich ja. Lol. Hauptsache, es gibt Standoff, oder? Standoff ja. Und bestimmt die geheime Map auch Standoff. So, irgendwie muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, mit den Streaks, die ich dabei habe, bin ich irgendwie nicht so glücklich geworden. Ich weiß nicht, jedes Mal, wenn ich Lodestar Vitol mitnehme und die dann auch erreiche, dann passiert nichts. Dann passiert einfach nichts. Gar nichts. Ey, Leute. Wir könnten ja auch mal Sprengkommando ownen. Weißt du was? Stimmen wir einfach mal Sprengkommando. Ja. Ist mir jetzt auch Bumble. Dann machen wir eben Sprengkommando Ownage. Haben wir ja nicht mehr lang hin zum Orbital V-Set. Level 42, bei mir dauert's noch. Warum hast du jetzt so nachgelassen eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich glaube, von den Punkten bist du ja deutlich höher, ja. Ja, nee, Battlefield 3 Server. Ja, ihr dürft's gerne natürlich runterschreiben, ob wir uns einen Battlefield 3 Server holen sollen für die Xbox, dann würden wir uns einen gemeinsamen Server holen, wo wir einmal im Monat, einmal in der Woche, je nachdem, wie lustig wir sind. Also, ich werde öfters aktiv sein. Ja. Also, nein, ich meine mit den Abonnenten spielen. Achso. Ja, die können ja einfach alle reinjoinen. Das hat ja bei mir auf der PlayStation 3 sehr gut geklappt. Es waren viele, viele Leute in dem Server drin. Der war mal sehr gut besucht und es hat auch, muss ich ehrlich sagen, hat mir auch riesigen Spaß gemacht. Ja. Hab da auch einige Leute kennengelernt und ich hab dann wir haben uns dann halt überlegt, wollen wir das nicht auch jetzt hier so umsetzen? Aber ich weiß, hundertprozentig werde ich bei der Xbox oder bei den neuen Konsolen, wird auf jeden Fall ein Battlefield 4 Server gekauft, meinerseits aus. Und ich hoffe dann auch mal, dass die 64 Spieler unterstützen. Das wäre natürlich mega Bombe. Weil da können soll wir dann können geplant sein, ja, es soll angeblich geplant sein und jetzt überlegt mal 64 Spieler, wie viele Leute dann da reinkommen können, was das für ein Spaß wird und ich stelle mir das einfach nur geil vor. Ich mir auch. Wobei ich halt ganz ehrlich sagen muss, als alter PC-Gamer finde ich natürlich Battlefield gehört irgendwo auch auf dem PC. Finde ich persönlich. Ich finde es auf den Konsolen ist es nicht schlecht umgesetzt und es bockt sich auch derbe. Aber ich finde halt einfach, dass es auf dem PC gehört. Irgendwie. Das ist meine Meinung. Ja.
Ach komm, jetzt mit Zielsuche hockt er da oben und ballert runter. Ach du Schwulette, Alter. Pain Tricks. Ja, mach ja einen auf Elo Tricks. Ich kauf mir so einen Mann mit der Elo Tricks. Boah, ist das Haus zerstört, Alter. Verbündete Konterdrohne nähert sich. Boah! Das war gerade ein Quad-Feed, der aber mal mega nice war. Konterdrohne nähert keine Munition mehr, ich glaub's nicht, ey. Gib mir mal deine Waffe, Kollege. Verbündeter ja. Orbitalsatellit online. Kann ich auch mit Target fangen und mich hier hinstellen und ein bisschen Target fangen. Die Bombe machen. Ist ich hasse die Lager, ich mag die einfach nicht. Target Finder und dann noch so eine fette Kanne. So, der ist jetzt da hochgelaufen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir hier das Haus, das haben wir ja jetzt hier schon gerade richtig geil unter Kontrolle. Ey, was hier gerade abgeht, ist jetzt halt mal Spawntrappen vom Feinsten. Das ist richtig schön, wie die Leute... Also ich tue jetzt hier nicht Spawntrappen, sondern die Gegner kommen zu mir. Naja, wie man es sieht. Ich sehe nur, dass Leute mit... Ach geil, na weg. Ach, wäre ich mit der vollautomatischen weggeholt. Tja, that shit happens. Also ich habe gerade einen 7er Feed da vorhin geholt, also ein 7er Feed war es, oder? 4er, 5er, 6er, irgendwie sowas. Also ich habe auf jeden Fall relativ viele Leute weggeholt. Ich merke gerade, die Controller-Vibration ist an. Halbzeit. Target Assistance, wo ist denn das hier? Sprengkommando. Disabled. Ich brauche keine Controller-Vibration. Das Ziel beschützen. Braucht man nicht. Nicht wirklich. Konterdrohne nee. Nähert sich. Letzte Mist, meiner Meinung nach. Verbündeter AGR unterwegs. So. Damit ist mein Package voll und wir chimmeln uns jetzt mal hier hin. Machen jetzt mal hier den hier rein. Das hier rein. So, jetzt spawnen wir schön. Verbündete Hunter-Killer-Drohne eingesetzt. Dann machen wir rum. Ja, super. Wieder mal nur einen erwischt. Los, jawohl. Drohne nähert ja, die geiern schon fleißig runter. So wollte ich das doch sehen. Fernlenkladung oder? Unterwegs. Da freut sich doch der anders hier, wenn ich wieder runtergegeiert werde. Um. Ey, das gibt's doch nicht, Mensch. Drohne nähert sich. Und bumm. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, mein AGR, der geht hier gerade richtig schön ab. Ich merk's irgendwie, dein AGR ist überhaupt nicht viel. Der Loadster macht jetzt wenigstens auch mal ein paar Kills. Also von dem her können wir eigentlich zufrieden sein mit der Runde. Verbündete Drohne nähert sich. Auch mal eine Runde, wo man nicht die ganze Zeit stirbt, sondern die Gegner eigentlich verfolgen kann ohne Ende. Also das ist hier wirklich Spawn-Trappe vom Feinsten, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ich bin bei 20 Kills. Komm. Einmal Ding hätte ich doch gesagt, oder? Nein! Jetzt hatte ich keine Munition mehr. Scheiße. Bei 20 Kills wieder mal. Na. Bestätigt, Hammer 1-1 hat das Ziel auf 100 Meter erfasst. Heilung 170. Ey, was hält denn der aus? Stirb, Kollege. Boah, dein Warthog, der ist ja gar nicht am Ausflippen, oder? Der rasiert. Der rasiert echt, ja. Drohne steht bereit. Bestätigt, Hammer 1-1 hat das Ziel auf 100 Meter erfasst. Nein, das gibt's nicht, Mann. Konterdrohne nähert sich. Gute Treffer. Verbündete Drohne nähert sich. Negative Wirkung.
Geil, Mann, du bist doch fresh für Hellstorm, Mistle. M1, 1 kehrt zur Basis zurück. Super, super, toll, Hellstorm. Ah, wir gewinnen, scheiße. Im AGR unterwegs. Klar gewinnen wir. Ah, die Randys lassen die auch nicht durch, Mann. Das ist doch zum Kotzen, ey. Ja. Ja. Spitzenpitzen. Aber das war richtig mit der Peace, mit der Peacekeeper. Ja. Ja, hier sind die Spawns echt fresh halt. Ey, das war jetzt... Aber den einen fetten Feed, das war ein Quad-Feed. Ich hab's vorhin nochmal gesehen. Und danach habe ich noch zwei weggeholt, der war echt geil. Habe ich nicht gedacht, dass der klappt, obwohl ich keine Extended Max hatte. Das war schön. Hat Spaß gemacht. Ja, oh, gute sichere Weste, darauf habe ich ja schon ewig gewartet. Oh, Herrschaft auf 20 Kills, Mann. 20 Kills ohne zu sterben. Und ich, Depp, hatte dann keine Munition mehr. Und dann, tja, was ist dann natürlich passiert? Haha. Andersül wollte messern und der Typ hat auf ihn geschossen und dann war's das. Wir sind nur noch zu dritt, ne? Echt? Mhm. Wir gehen mal raus. Gehen mal raus, weil wir haben nämlich mehr Leute in der Party. 7 Leute in der Party. Richtig cool. Ja, toll. Richtig schön, dass 7 Leute in der Party sind, die eigentlich... Sind noch welche ich muss mal ein bisschen Platz machen. Machen wir eine kurze Raucherpause? Wir können eine kurze Raucherpause machen, ja.